Wenn Lehrlinge zu Lehrern werden und Kinderaugen glänzen, dann hat man wohl alles richtig gemacht. Das zeigt derzeit ein Lehrlingsprojekt vom GreenTech-Unternehmen Salzburger AG sehr gut. Die jüngsten Mitarbeiter haben sich in den vergangenen Monaten Nachhaltigkeitsprojekte überlegt, die sie jetzt an Kinder vermitteln. Wir bauen ein Windrad, wenn du reinpustest. Dann wird das über die Stromkabel verbunden zum LED. Das löten wir noch zusammen und dann kommt da ein rotes LED raus. Für die Viertklässlerinnen und Viertklässler in der Volksschule Maishofen im Pinzgau ist der Bau der Anlage eine ordentliche Herausforderung. Der schwierigste Teil war für mich, dass mit dem Zander, dass die Mutter dann da aufhört und die Kabel nicht davon hängen. Am Anfang war es schwer, aber nachher, wenn man es immer öfter probiert hat, ist dann schon besser gegangen. Das Bauen war recht einfach, aber das Zuschrauben war ein bisschen schwerer. Das ist ganz knifflig, aber da sind die Lehrlinge wirklich mit einem Engels Geduld dabei, erklären das, helfen ein bisschen mit, aber lassen die Kinder selber ausprobieren, weil um das geht, wenn man als Kind das einmal erlebt, wie man sowas zusammenbaut und am Ende in dieses Windrad hineinpustet und das Lampe leicht, dann leuchten auch die Kinderaugen und genau um das geht es uns. Dafür hängen sich die Lehrlinge richtig ins Zeug. Sie verstehen es, die Kinder zu begeistern. Ja, haben wir, glaube ich, einen ganz netten erwischt. Und sie erklären es uns ganz gut, ja. Das war einfach irrsinnig schön zu sehen, wie die Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr schon selber die Expertise eingebracht haben, diskutiert haben. Wie kann man das mit welchem Schaltkreis machen? Machen wir einen Taster oder machen wir einen Schalter? Viele bei uns sind auf der Freileitungspartie. Da haben wir dann uns die Masten ausgedacht, die was da sind. Und dann haben wir gedacht, ja, dann nur einen Verbraucher braucht man auch. Und so haben wir so den ganzen Weg vom Windradl bis zum Hausstrom gemacht. Das Projekt der Salzburger Lehrlinge wird in den nächsten Wochen in zahlreichen Schulen im Bundesland durchgeführt. Die Zusammenarbeit läuft dabei top. Absolut, wirklich. Und das macht uns auch stolz, dass das so gut funktioniert, weil das ist wirklich das erste Mal, dass wir das probieren. Und wenn man wirklich so die Kinderaugen sieht, die lächeln, dann haben wir es richtig gemacht.